Herzlich willkommen zu Oxpoon, dem Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Mikroskope. Was heißt eigentlich Mikroskop? Das kommt aus dem Griechischen, heißt Mikro für klein und Skop für sehen, also klein sehen. Das beschreibt eigentlich ganz genau das, was wir damit machen, etwas Kleines sehen. Und Mikroskope, wann die erfunden wurden, das weiß man überhaupt nicht. Das kann man gar nicht mehr so genau nachvollziehen, weil das ein Entwicklungsprozess war. Man geht davon aus, dass der Holländer Janssen mit seinem Sohn irgendwann um 1590, 1595 herum das erste einlinsige Mikroskop entwickelt hat. Und viel früher gab es aber auch schon Vergrößerungsgläser. Ein Mikroskop, ein einlinsiges, ist letztendlich ja nur ein Vergrößerungsglas. Die Römer, die ganz Alten da, die haben schon Glasschalen gehabt, mit Wasser gefüllt und haben die irgendwo draufgestellt und haben diesen Vergrößerungseffekt genutzt. Die kennen das vielleicht, wenn sie irgendwo sind, haben ein Glas Wasser vor sich stehen und dahinter ist eine Zeitung oder sonst was, dann wirkt das teilweise wie ein Vergrößerungsglas. Das war eigentlich der Effekt. Und dann gab es viele, viele, viele Entwicklungen. Da waren auch viele bekannte Namen dabei, zum Beispiel Galileo. Aber der große Schritt kam, als die Grundlagen erarbeitet wurden. Das war 1873. Da hat Ernst Abbe die Voraussetzungen geschaffen für unsere heutigen Mikroskope. Mehrere Linsen, Okular eine und Objektiv die zweite. Es gibt auch noch mehr Linsen da drin, je nach Mikroskop, je nach Vergrößerung, die wir brauchen. Und es wird dann quasi ein virtuelles Zwischenbild geschaffen, mit dem wir durch das Okular drauf sehen. So. Viel geredet, nur erstmal so, um die Grundlagen zu haben. Sie kennen das alle, Vergrößerungsgläser, die benutzen wir, umso älter man wird. Ich habe das immer bei mir am Arbeitsplatz. Oder auch kleine zum Mitnehmen. Dann gibt es mehrstufige, die man dann übereinander schieben kann, obwohl bei mir taugen die nicht so sehr viel. Oder das, was für mich ganz wichtig ist, dass wir das optische Mikroskop erweitern um einen digitalen Faktor. Und das haben wir hier. Ich habe hier eine Mikroskopkamera, die steht bei mir am Arbeitsplatz und damit gucke ich mir Lötstellen zum Beispiel an, suche nach Bauteilen, nach Beschriftungen und Ähnlichem. Und wenn Sie sich das mal ansehen, wir haben also auf dem Bildschirm sehr schön diese Darstellung da. Ich kann also hier so richtig scharf stellen und das ist groß, das kann ich sehen und wenn man einen großen Monitor hat, ist es noch viel, viel besser darzustellen. Wenn wir uns das Original unter dem Mikroskop ansehen, dann erkennen Sie, es ist schon ganz schön winzig, was da ist. Also ein Mikroskop ist in vielen Bereichen ein Arbeitsmittel. Wenn wir das herkömmliche Mikroskop nehmen und es mit der digitalen Technologie erweitern, also zusätzlich zu der Optik noch eine Kamera und ein Display und einen Anschluss für den Computer, dann sind wir auf dem Stand der Zeit, dann sind wir da, wo wir heute in Schule und Beruf Mikroskope haben, die uns helfen, unsere Produkte, die wir haben, besser zu verstehen, besser zu überprüfen und zu kontrollieren. Das Schülermikroskop PCE BM100 steht hier vor mir, macht einen sehr guten Eindruck, sehr stabilen Eindruck, ist sehr flexibel einzusetzen, denn es kann Vergrößerungsbereiche von 40 bis 1600 als Faktor darstellen. Wie macht es das? Nun, wir haben verschiedene Objektive hier auf einem Revolver. Ich bin jetzt im Moment auf dem Objektiv mit der vierfachen Vergrößerung. Jetzt habe ich gedreht, bin auf 10-facher und jetzt auf 40-facher. Dazu kommt, im Okular habe ich nochmal eine Linse mit einer 10-fachen Vergrößerung. Das muss man dann multiplizieren. So komme ich also von 4 auf 40 bis 400-fach. Das reicht noch nicht, sondern ich kann auch noch digital das Bild vergrößern um den Faktor 4 und dann schaffe ich dann unterm Strich bis 1600-fache Vergrößerung. So, jetzt schauen wir uns das aber erstmal auf dem Bildschirm an. Nachdem ich meine Grundeinstellungen gemacht habe, gehe ich hier aus dem Menü raus. Ich habe schon einen Objektträger eingelegt und wenn ich jetzt hier in die Schärfe hineinfahre mit dem großen Drehknopf an der Seite, dann kommt irgendwann etwas. Sie sehen da eine Zellstruktur.
kann man erkennen. Und ich kann an der linken Seite die Durchlichthelligkeit, also das Licht von unten, einstellen und ändern, bis es mir für diese Sache ausreicht. Oder ich kann auch ein Auflicht einschalten, hier auf der rechten Seite. Und dann sehen Sie, da wird die LED-Beleuchtung für Auflicht dazu geschaltet. So, das heißt also, ich bin sehr flexibel in dem, was ich darstellen will, egal ob ich jetzt von unten etwas durchleuchten lassen will, dünne Schichten oder so, oder ob ich von oben beleuchten will, es geht alles. So, und wenn wir uns das jetzt hier nochmal auf dem Bildschirm, auf dem Display ansehen, das ist ja nun nicht alles, das ist kein flüchtiges Bild, sondern ich kann das, was ich da habe, auch noch aufnehmen über eine Speicherkarte, die ich hier an der Seite hineinstecke, und da ist auch gleich der USB-Anschluss mit dran, dass ich das Gerät an den Computer anschließen kann und kann die Bilder dann zum Computer übertragen und kann sie dort ansehen und betrachten. So, also insgesamt ein rundes Paket, auch wenn es Schülermikroskop heißt, aber man kann sehr gut damit arbeiten, auch im Beruf. Von PCE, das VM21, ein Werkstattmikroskop. Man sieht schon, es ist sehr massiv, sehr robust gebaut. Und wenn ich mir das Display ansehe, das ist schon mächtig groß. Das ist 22 cm in der Breite und 160 in der Höhe bei einer 800x600er Auflösung. Feines Gerät. Ganz besonders möchte ich sagen, dass es hier möglich ist, auch größere Objekte drunter zu stellen. Denn wenn ich mir den Abstand hier ansehe bis zum Objektiv, das ist doch wirklich ganz schön. Ich kann bei diesem Gerät Oberlicht und Unterlicht getrennt einstellen. Ich habe die Möglichkeit, die Daten aufzuzeichnen. Ich kann sie auf den Rechner übertragen. Ich kann auch am Rechner ein Live-Bild sehen. Aber was es kann, das zeige ich Ihnen jetzt mal hier. Ich habe hier in meinen unerfindlichen, riesigen Beständen von altem Kram ein Kunststoffzahnrad herausgesucht. Und da kann man sehr schön sehen, hier in der Mitte, das ist der Bereich, wo der es auf der Welle gesteckt hat, und hier oben sind die Zähne. Und wenn ich jetzt mal mit Unter- und Oberlicht etwas spiele, können Sie erkennen, dass man hier die Struktur noch herausarbeiten kann. Das ist jetzt das Oberlicht von dem Scheinwerfer, den ich im Winkel auch noch einstellen kann. Und jetzt gebe ich Unterlicht dazu, und da können Sie plötzlich sehen, dass die Zähne ja richtig plastisch werden. Man kann also sehen, dass dieses Zahnrad eine gewisse Tiefe hat, und ich kann es mir also exakt ansehen. Also die Darstellung ist über jeden Zweifel erhaben. Das ist eine sehr schöne Sache. Die Vergrößerung ist einstellbar von 12-fach bis 75-fach. Und wenn ich es live auf den Rechner übertrage, dieses Bild, was ich hier sehe, dann haben wir das auch da. Und jetzt müsste ich eigentlich mal hier dran ein bisschen wackeln, damit Sie sehen, dass das wirklich direkt live ist, dieses Bild. Also so wie ich es jetzt hier bewege, so wird es auch auf den Rechner übertragen. Da kann ich es dann als Bild speichern, als Video speichern, wie auch immer, um es später auswerten zu können oder dokumentieren zu können, wo ein Fehler war oder nicht, oder wie die Qualität des Projektes, des Produktes eigentlich ist. Also ein Werkstattmikroskop, mit dem man einen weiten Bereich von Objekten untersuchen kann und die Daten und die Auswertung speichern kann auf dem Rechner. Das MVM 3D von PCE ist etwas ganz Besonderes. 3D ist klar, dreidimensional. Ich habe mir nur gedacht, wie will man denn auf einem Bildschirm, auf einem zweidimensionalen Bild, eine 3D-Darstellung machen? Und da ist irgendetwas ganz Geniales passiert. Und zwar, das zeige ich Ihnen gleich von Anfang an, bevor ich viel darüber rede. Schauen Sie mal hier auf den Bildschirm. Das ist jetzt erstmal das ganz normale Bild. 8 Zoll Display, 800x600 Auflösung. Und jetzt schalte ich in 3D-Modus und plötzlich fängt sich das Teil an zu bewegen. So, als hätte ich es in der Hand und würde es hin und her bewegen. Das Bild ist hell, klar, sehr, sehr deutlich. Man sieht hier den Abrieb, das ist dann
Auslösehebel von einem alten Fotoapparat. Und da sieht man schon einen Fehler, da ist so eine Welle Abrieb drauf. So, aber schauen Sie sich das an, wie sich das bewegt, wie das so, als hätte man es wirklich in der Hand und würde es betrachten. Und dabei ist es sehr, sehr klein. Diese Bewegung kann ich in der Geschwindigkeit verändern. Das ist sicherlich bei manchen Sachen interessant. Und ich kann auch die Drehrichtung umkehren. Auch das ist möglich. So, und jetzt kann ich es wieder langsam machen. So, da ist also ein großer motorbetriebener Umlenkspiegel drin, der das um 45 Grad umlenkt, man kann es auch umstellen, und auf das Objekt drauf geht und dann sieht es aus, obwohl das Objekt ruhig liegt, das können wir von der Kamera aus sehen, das liegt ja ganz ruhig da, sieht es aus, als würde es sich bewegen und als könnte ich es von verschiedenen Seiten betrachten. Eine ganz geniale Idee und sicherlich interessant, denn Sie müssen wissen, auch hier bei diesem Gerät kann man natürlich jedes Bild wieder zum Rechner übertragen, speichern. Man kann es als Video speichern, sodass man auch später in Dokumentationen und wo auch immer zeigen kann, wie das Teil von verschiedenen Seiten aussieht, obwohl ich es nur irgendwo hingelegt habe. So, jetzt sehen Sie im Moment das Live-Bild auf dem Computer. Auch das ist möglich. Es wird also über USB 2.2 live übertragen. Das war es eigentlich. Also ein Mikroskop, wie man es eigentlich, ich glaube, man kann es gar nicht mehr besser machen. Die Vergrößerung lässt sich stufenlos einstellen von 12 bis 75-fach. Es hat einen sehr hohen Arbeitsraum von 175 mm. Das heißt, man kann auch sehr große Objekte darunter legen, wenn man es dann hochfährt. Bedienung ist einfach, wie üblich, und es gibt im Menü eine ganze Menge Einstellmöglichkeiten für Kontrast, Farbe und so weiter und so weiter. Will ich Ihnen gar nicht zeigen. Das Bild selbst, was da rauskommt, ist viel schöner, viel sinnlicher. Also ich war begeistert, als ich gesehen habe, was heute technisch möglich ist, mit einem runden Objekt zu machen. So, nochmal zum Überblick. Drei Mikroskope von PCE. Hier haben wir das Schülermikroskop BM100 mit 5 Megapixel Auflösung, Vergrößerung bis zu 1600-fach, wenn man die elektronische Vergrößerung von 4-fach mit dazu rechnet. Ein Mikroskop nicht nur für Schule und Beruf, auch für Hobby und möglicherweise auch im einfachen Bereich professionell einzusetzen. Dann absolut professionell, hier das VM21, ein Mikroskop mit einem 8 Zoll Display, 800x600er Auflösung. Sehen Sie sich die Bildqualität an, sie ist über jeden Zweifel erhaben. Das ist ein Echtbild, kein Aufkleber oder so etwas. Ein Mikroskop für den Werkstattbereich. Und dann haben wir das Spitzengerät, ein 3D-Mikroskop mit einer rotierenden Linse unten dran, einem Spiegelsystem, mit dem wir das Bild tatsächlich so aufzeichnen können, als würde wir ein Teil in der Hand haben und es von allen Seiten betrachten. All das kann man natürlich auf Bilder speichern, entweder auf Speicherkarte oder bei den anderen Geräten auf dem Rechner als Bild oder auch als Videofile und es dann jederzeit wieder betrachten. Mikroskop, klein sehen, muss man hier sagen, eigentlich sind das ja Großgeräte, Großsehgeräte, denn das ist großartig, was die leisten.